Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus der Karibik von unserem kleinen Apple-Kahn. Ja, klein ist er nicht, aber irgendwie muss ich euch ja begrüßen. Ja, eigentlicherweise wollte ich nach Hause reisen. Oh, ist noch eine Truhe. Allerdings habe ich gesehen, dass wir noch hier noch eine Ecke offen haben, die wir noch nicht abgehakt haben. Und die würde ich ganz gerne jetzt mal noch erkunden. Aber ihr seht, ich komme zu nichts, weil ich ständig irgendwas Neues finde. Und da ist jetzt noch eine Truhe hier. Und die haben wir noch nicht entdeckt. Das wollen wir natürlich, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die natürlich mit. So weit kann ich da gar nicht vorbeigesegelt sein. Die Abstände sind halt, naja, schwer einzuschätzen. So. Sollte hier sein. Irgendwo. Na dann los. Zack. Aber warum zeigt unser Echolot die nicht an? Gerade vor. Sollte uns hier eigentlich angezeigt werden, oder? Irgendwo hier drin. Hier versteckt sich eine tolle Truhe. Oh, da. Echt? Wirklich? Feuer, Eisenfeuerstein. Naja. Ich hätte jetzt eher mit einem richtigen Schatz gerechnet, aber nehmen wir trotzdem. Mit dem, was wir kriegen können. Hilft alles zu überleben. Ja. Wupp. Und raus. Gut. Wieder was gefunden. So. Und jetzt den ganzen Weg noch da hoch. Hier die Sachen. Jetzt, wo wir wissen, dass sie hier sind, ist es natürlich einfacher. Aber wir fahren einfach mal rüber in die andere Region, beziehungsweise die andere Inselgruppe. Gut, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen Eisenholz mitnehmen. Können wir mal gucken. So, ups. Was haben wir denn? Haben wir denn eine Axt? Ja, da ist noch ein bisschen was dran. Mal schauen, wie viel mittlerweile schon wieder da ist. Schlips. Also, wenn wir einmal hier sind. Badam, badam, bam, babam. Das sind ja alles Sachen, die wir zum Bauen brauchen werden. So. Die Schlange ist ja wieder da. Wie wir sind drin? 1, 2, 3. Ja, nehmen wir mit. 3 Eisenholz haben und nicht haben. Ihr wisst. So. Damit wir unser Jagdgeschick ein bisschen trainieren können noch. Nehmen wir die auch noch mit. Das sind normale Steckchen. Da haben wir genug. Die Frage ist, was war denn hier hoch? Sind wir denn jemals hochgegangen? Ich kann mich da kaum dran erinnern. Aber wenn wir immer kurz hier sind. Kleine Steinchen brauchen wir immer. Böse Tiere gibt's hier nicht. Okay. Schlangen, große Steckchen, großes Steinchen. So, das ist. Ah, ein einfacher Weg. Da müssen wir nicht 1000 Runden, sondern kommen wir hier einfacher hoch. Okay. Schön zu wissen. Gut. Schön zu wissen. Glaube ich in die richtige Richtung? Ja. Ja, manchmal sind die
ist die Ansicht bei Tag oder bei besserem Wetter wie jetzt eine ganz andere, als wenn wir sonst hier bei schlechtem Wetter und nachts mal rumkrauchen. Ja. Und so sammeln wir wenigstens immer mal noch ein paar Ressourcen mit ein. So. Wie schön so eine Insel aussehen kann bei schönem Wetter, oder? Sonst komme ich hier überall nur lang und dann ist das Wetter miesepetrig und apropos miesepetrig und schlechtes Wetter. Hatten wir nicht noch irgendwo, brauchten nicht noch irgendeine Wildschweinzähne? Dann schmeiße ich die Dinger mal hier raus. Muss ja jetzt nicht mit mir rumschleppen. Weil ich weiß, dass hier vorne nämlich zwei Wildschweine wohnen. Also eins ist meistens da. Wie viel haben wir denn auf dem Speer? Ach, der Hammer ist der degradiert. Okay. Hier vorne gibt es nämlich die Wildschweine. Da wir ja sowieso Eisen, Baume, Stämme mitnehmen wollen. Weil hier vorne, eigentlich gab es hier Wildschweine. Komm mal mit. Ne, das sind nur die. Wo sind sie denn hin? Die sind da lang, okay. Naja, ich war ja nicht ganz so verkehrt. Da guckt, da sind unsere Wildschweinchen. Das Essen nehmen wir mal mit. Aber wir brauchen ja noch Wildschweinzähne. Du nicht. So. Da ist das Wildschwein. Mal aufpassen, dass ich hier nicht in die Flammen reinspringe. So. Bogen haben wir mit. Harpune brauche ich jetzt nicht. Okay. Einmal klassisch daneben. Hey, du sollst doch nicht schießen. Ja, ich habe so zu viel 7 Days gespielt. Ja. Denn wir brauchen auch noch Leder. Und die Wildschweinstoßzähne auf jeden Fall. Und hier ein bisschen was für die Lampen. Naja, kommt hier mit. Mal schauen, dass wir die anderen Pfeile wieder mit einsammeln. Gemeinerweise sehen die allerdings auch so aus wie die normalen Fußspuren, sprich. Und die anderen. Überall liegen ja die Pfeile rum. Ja. Haben wir. So, einer war hier noch, da. So, es sollte eigentlich noch ein zweites Wildschwein sein. Eigentlich. Okay. Dann habe ich mich entweder getäuscht. Oder es liegt noch vom letzten Mal rum. Irgendwo und ist noch nicht wieder lebendig. War hier noch ein Eisenbaum? Ne, hier sind lange Stöcke. Na gut, und Eisenbaum auch. Da hinten. Fußspuren. Du ein Eisenbaum? Da Berge ja. Bestimmt da oben. Zack. Wir waren doch schon hier. Da ist Eisenbaum. So. Immerhin ein paar Ressourcen zum Bauen. Gut. Aber vielleicht gleich mal gucken hier. Kommt, wenn wir immer hier sind. Wenn wir einmal hier sind. Seht ihr, es wird mir nicht ange... War es noch irgendwas Wichtiges?
oben. 250 Meter. Scheint mir ein bisschen weit weg. Wie als wäre es im Fels drinne. Legt eine Fackel rum. Was kann denn das noch sein, was wir da vergessen haben? Ich renne gerne hin. Muss nur aufpassen, hier leben die Pumas jetzt wieder. Unter 42 Meter. Also ich hätte jetzt echt gedacht, wir haben alles mitgenommen. Ja. Ja, du lebst auch. So. Na komm. Die nehmen wir mit. So, und es soll hier noch irgendwo was sein. Außer Puma natürlich. Schlange. Hier. Eine Schlange hier. Na komm, bevor der uns beißt. Und die nehmen wir wieder mit. Zack. So, dann sollte oben noch was sein. Ich war gespannt, was wir hier vergessen haben. Ach. Yeah, jetzt. Okay, unser Schlafsack. Schön. Wegen dem Quatsch bin ich jetzt nochmal hier reingerannt. Weil ja unser Schlafsack, den wir haben liegen lassen. Naja, sind wir immer ringsrum gerannt. Auch nicht schlecht. Na komm. Zack, hehe. Komm mit. So. Was uns aber immer noch nicht dazu bringt, denn hier soll ja noch ein interessanter Ort sein. Mal schauen. Wir sollen beim Puma lang. Erst da. Die Schlange. Na komm. Die nehmen wir wieder mit und zack. Meh. Na komm. Nicht, dass du so alleine bist. Und jetzt irgendwo hier bei den Ziegen lang, da oben ist noch ein Puma. Okay. Aber ich schmeiß mal die raus, weil da haben wir zu Hause genug. Wenn wir sie brauchen, können wir sie hier ja mitnehmen. Ziegen jagen will ich jetzt nicht. Ups. Ins Feuer trete. Auf der Karte wird der interessante Ort nicht angezeigt. Wir gehen mal zum Puma. Na komm. Ja, ein bisschen Kratzer kann man mitnehmen, oder? Einen kleinen Schnitt, den Halmer. So, haben wir hier nicht noch irgendwo. Ja, alles andere. Heilt von alleine. So, interessanter Ort. Irgendwo hier oben.
Paul, geht die Fackel mal wieder aus? Jetzt ist er weg. Wobei ich echt jetzt gedacht hätte, dass wir hier schon mal gewesen wären. Wer weiß. So, nun hat es uns wieder völlig davon abgebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Eisenbaum. Zurück. Jetzt ist es wieder dunkel hier. Ich sehe nichts mehr. Ja. Kommt denn jetzt am besten darüber? Ja gut, bei der Schakale lang war ursprünglich nicht mein Plan. Na komm. Vielleicht können wir uns ja hier ein bisschen durchschmuggeln. Renn schon mal los. Ich sehe nichts. Jetzt. Gut. Hier hoch. Na los, das ist nur eine Treppe. Die Schlange interessiert uns nicht. So, na los. War noch irgendwas, was wir jetzt hier mitnehmen müssen? Hier waren wir, da waren wir gewesen. Na dann los. Ups. Auf nach Hause. Beziehungsweise an Bord eine Runde schlafen, damit es wieder hell wird. Weil wir wollen ja noch ein paar Dinge finden. Also ich will sie zumindest finden. Ja. Mal schauen, ob wir über Nacht trocknen. Wieder zu schwer. Ja, ich bringe einmal das eine Zeug an Bord. Und dann den Rest. Ich lasse euch heute mit Absicht dabei. Muss ich nicht mal so alleine spielen. Ja. Und noch Platz in der Kiste. Ach, da passt noch. Tonnen. Ja. Schlimm wird es dann nur zu Hause beim Ausräumen. Ja, da renne ich mir dann den Wolf. Du kannst hierher, das brauchen wir. Was essen. Ja. Bitte. Na komm. Außen mal hier hinten rausgekommen aus dem Wasser. Na. Ja. Komm mit. Haben wir alles. Gut, dann kann ich ruhig schlafen. Weißt du, sonst komme ich nämlich vor lauter Ärger und Sorgen drüber, dass mir jemand meinen Loot klauen könnte, nicht in Schlaf. Da, jetzt. Na. Ein bisschen schwergängig rauszukommen, aber. So. Das haben wir eingesammelt. Ich könnte mir ja. Oh, ein Stöckchen ist ein bisschen wenig. Ein paar Stöckchen mit runternehmen. Und am Lagerfeuer schlafen. 21,8 pro Stunde. Da würde ich vielleicht ein bisschen trocknen nebenbei. Haben wir unseren Schlafsack da? Ja, dann mach ich mir nämlich das Feuer an. Zip. Ich habe gesagt, wir machen uns das Feuer an. So. Dann sollten wir eventuell. Ja.
können wir mal gucken. Mal schauen. Jetzt sind wir trocken. Okay. Gut, dann schlafen wir uns einmal gesund. Hat genau gereicht. Prima. So, haben wir alles? Noch was, um unsere Vorräte aufzufüllen? Ich überlege schon die ganze Zeit, was wir denn alles hier unten reinbauen können. Oder ob. Weil eigentlicherweise gefällt mir unsere kleine Basis zu Hause. Ja. So. Und deswegen gehen wir hier mal vorbei, dann ist es ja gar nicht mehr so weit. Die andere Truhe noch holen. Ein paar Truhen sollen wir ja noch aufsammeln, um Kanonenkugeln zu kriegen und Schießmaterial. Mal schauen, wo wir das dann finden. Oh. Müsste dann sozusagen hier irgendwo sein. Okay. Dabei war ich gerade so schön trocken. Oh. Hinter uns? Irgendwo hier? Die Truhen würde man doch nie finden, wenn die Markierung nicht auf der Karte wäre. Du kommst doch nicht einfach so auf die Idee, hier nach so einer Truhe zu tauchen. Wenn in der Anzeige erscheinen sie nicht. Geradezu. In dieser Höhlengasse muss sie sein. Da ist sie. Oh Gott. Und da ist noch ein Schreibset drin. Na, ist super. Die ganze Mühe. Da. Badam, babam, bada. Auch die haben wir. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen. Halt. Er hier rüber. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dort so Wichtiges ist. Dann müsste ja hier noch ein versunkenes Schiff sein. So, nochmal gucken. Schon noch ein paar Meter raus. Vielleicht bei dem Felsen hier. Badam, badadam, badadam, bam, badadam. Was wir ja mal schauen können. Ach, hier können wir gar nicht. Versunkenes Schiff. Korallen und Dürrwurz. Dürrwurz, das wird mal noch mein Tod. Weil überall dort, wo steht, dass es Dürrwurz gibt, ist komischer, weil. Oh oh. Irgendwo sind wir jetzt gerade drüber gefahren. Ich würde sagen, das Eichhörnchen platt gefahren. Zack. So. Vielleicht kann ich hier kartografieren. Nö. Gibt's nicht, ne? Dann nimm mal deine Harpune in die Hand. Vielleicht ist ja hier doch ein böser Hai oder irgendwas. Sehen tue ich bis jetzt nichts. Auch mal schauen. Vielleicht können wir hier ja wieder was aufheben. Da. Da ist eine Truhe. Und da drüben auch noch. Munitionskiste. Okay, müssen wir sozusagen mit dem Schiff hier drüber fahren. Gucken wir mal weiter. Alte Kiste.
Jetzt können wir die Schiffsfässer ja mit hochnehmen. Jetzt können wir sie ja an Bord abstellen. Komm mal mit. Oh. Geh weg. Geh weg, du Kiste. Dann. Okay. Cool. So, hier ist die Kiste. Auf die Schulter nehmen, mit G. Auch hier ist mal eine andere Taste. So. Frage ist, wo ist denn unser Schiff? Kommen wir noch bis dorthin? Naja. Das schöne Fass. Ich möchte es aber haben. Ich komme hier irgendwie immer nie raus aus dem Ding. Jetzt. Da, mein Fass. Da. Ja, ja. Ja. Ich kann Wasser mit transportieren. So viel ist es schon mal. So, gucken wir mal. Da ist noch ein Blitzdings, den machen wir als erstes. Da. Oh ja, zwischen den Quallen ist natürlich lustig. Und Blitze. Das war knapp. Ja, gut. Der ist erstmal weg. Ja, erledigt. Ausdauer holen und nochmal wieder rein. Jella. Es steigt doch mal hier raus. Ja, gut. Ja, also das mit dem einen Aussteigen ist noch nicht so meins hier. So, dann lasst uns mal gucken. 50 Meter, noch ein paar Meter rückwärts, würde ich sagen. Meter. Könnte klappen. Da. Mal mit, du Haken. Wie kommen wir denn jetzt am besten ran? Dahinter. Gott. Das tut er jetzt weh, oder? Dann war es noch nicht mal was mit Haken. Dann war es noch nicht mal was mit Haken. Das Proviant-Päckel. Toll. Jetzt habe ich mich wieder locken lassen. Hier gibt's nichts. Alle Schrottkisten.
Na komm. Wie er mit einer Freude aus dem Wasser springt. Da. Hilfe. Wir hatten das ja gebaut. Das stand da vor uns noch nicht da. So. Ein Töpfchen. Na ja, müssen wir einen Töpf weniger machen. Apropos. So, dann gucken wir noch mal. Fahren wir mal ein Stück vor. Da. Bisschen hier reinlenken. Ein Stück zurück. Na komm. Hier um 50 Meter, ich glaube, das wird knapp. Damit und runter. Oh, sollte reichen, oder? Ja. Was für ein Aufriss, wenigstens ein paar Munitionskisten. Und rein. Dann mein Schatz. Ja, gespannt, wie viel Munition da drin ist. Eine halbe Kugel und eine nasse Section Schießpulver oder sowas. So, was haben wir jetzt gekriegt? Na, immerhin. Oh, was ist denn hier drin? Ein Marinemantel auch noch. Dann gucken wir uns später an. Ist es nicht der, den wir vom Anfang an hätten haben können? So. Da ist nur das Boot. Ja. Aber hier war ja nichts weiter, oder? So. Korallen und Dürrwurz. Also wenn jemand von euch jetzt hier Dürrwurz gesehen hat, dann sagt mir mal Bescheid. Ich sehe keinen. Ja. Gut. Und sagt richtig. Naja. Ey, der Arkan sich hier mal so dreht. Da. Ist es da drüben die Insel oder sind es schon hier die Felsen? Weil, ja. Wird wohl da drüben sein. Weil hier haben wir leider keine Anzeige. Bin ja gespannt, wie es dann in dem Bimini-Gürtel aussieht. Da. Okay. Also die Kleine zählt nicht mit, sondern nur die Große. Ort freigeschaltet. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Da. Hallo Insel. Was soll es jetzt hier geben? Wir können mal eine Karte malen. Hab ich keine Kohle mehr einstecken? Hab ich die mal wieder rausgepackt? In irgendeine Kiste? Ah, die unten waren sie. Ich verlaufe mich schon auf dem Boot, Schiff. Ja.
dann. Tada. Super. Alles, was ich schon immer wollte. Und ein Speer. Agave. Okay. Für irgendwas brauchen wir es bestimmt. Für einen Schnaps, für ein Heilmittel. Wir nehmen es erstmal mit. Wird ja nicht schlecht. Und alles, was wir hier einsammeln, müssen wir zu Hause nicht einsammeln. Stöckchen und nochmal ein Plättchen. Das ist ja noch mehr. Na dann. Ich dachte, das ist bloß eine kleine Mini-Insel. Hier nur ein einfacher Baum, oder? Ja, normalerweise würde ich jetzt hier Baumstämme wegsägen und weghacken. Und die dann mitnehmen, aber die wachsen hier zu Hause auch so schnell nach. Ja. Malen. Malen nach Zahlen. Okay. Kühl. Na komm mit. Ja. Badam, bam, bam, bam. Da noch was und da noch was. Oh, eine Heilung, danke. Nehmen wir da gern mit. Da kommt, hüpft doch mal hier rüber. Ja. Jetzt sieht es nicht aus, als wäre hier irgendwas. Yep. Tada. Vorhin habe ich schon einen Haufen Blätter. Was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ist der Angelsteg. Oh, hier noch ein paar Kokosnüsse. Legen wir uns mal auf Lager. Wir wissen ja nicht, was in Bimini los ist. Hier noch ein paar Datteln. Zumindest hat bis jetzt noch keiner berichtet, wie es in Bimini aussieht. Hat ja auch keiner überlebt bisher. Ja. Ja, hoch. Ja, ich würde gerne eine Fackel anmachen, aber es ist ja nass, es regnet. Dann malen wir hier unten. Mir ist gerade egal. Ich sehe nichts. Na, kommen wir hier hoch? Nee, ne? Hilfe! Ah, das ist irgendwie... Oh! Wattelpalme, Kokospalme. Mehr ist das hier nicht. Wir haben alle Werkzeugteile der Karte der Einheimischen. Also irgendwas haben wir ja noch vergessen. Frage ist nur, wo? Na gut, hier oben ist noch eine Ecke. Die können wir vielleicht mit entdecken. Mal gucken auf der Karte. Naja, so viel kann da eigentlich nicht mehr sein. Ja. Aber weil wir uns auch jedes Mal, oder ich mich jedes Mal locken lasse, von hier ist noch was.
Wie gibt es nur Agave? Bitterwurz haben wir bisher immer noch nicht gefunden. Und hier sehe ich jetzt auf der Karte zumindest nichts, wo noch ein wichtiges Objekt wäre. Komm, wir fahren mal rüber. Ne. Nimm dein Blatt mit. Bist du glücklich? Stöckchen, hier noch was. Gab's denn nur eine Palme? Ja, ne? Ja. Gab nur eine. Na gut, dann haben wir alles. Wenn die einzelne Tafel dann suchen, wo könnte sie sein? Wenn wir wenigstens Orte vervollständigen können. Na los. Achso, ich habe keine Kohle mehr einstecken. Ich armer Tropf. Na los. Ups. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier ja die Region erstmal soweit entdeckt. Ich bin dafür, wir fahren nach Hause. So. Beziehungsweise, wir können ja um die Eiseninsel nochmal rumfahren. Oder nochmal rüberfahren zur Eiseninsel. Okay, also hier könnten wir potenziell nochmal kartieren. Kohle war ja nicht hier, sondern war ja hier drin. Ja. Vielleicht kriegen wir die letzte Ecke jetzt auch noch mit hier. Ja. Nicht wirklich. Dann eben nicht. Spiel. Dann eben nicht. So. Bup, bup, bup. So. Mal gucken, dass wir auch auf der richtigen Ecke sind. Die Ecke wollten wir noch entdecken. Beziehungsweise zumindest auf der Karte, aber waren da nicht nur Felsen? Jetzt sind wir da schon mal lang gefahren, oder? Wir werden sehen. Zumindest kann man dann sagen, wir haben die Insel bis auf die eine einheimischen Tafel dann komplett abgehakt. Ich hoffe ja, dass ich auch irgendwo an Land gehen kann zum Quartieren. Ja. Ja, wir waren wir schon mal. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Oder ich war hier schon mal irgendwie. Ist es nicht, wo hier der Puma rumrennt eigentlich? Weil hier sind wir doch schon mal rangefahren. Weil hier ist nämlich das Zeug. Genau, hier ist der Trockenständer, hier ist dieserjenige welche. Aber dass hier kein Puma wiedergekommen ist.
Und finster ist es auch schon wieder. Kann ich die Fackel anmachen? Wir sind doch hier in der Höhle. Jawohl. So, nehmen wir ein paar Orangen mit. Ich hätte gedacht, hier gab es den Puma. Vielleicht springt er mich ja gleich an. Ha. Ja. Mehr sehen wir hier nicht. Hier draußen sind die komischen Meerschweinchen, haben wir auch noch nicht irgendwie mal gekillt, oder? Hat da irgendwann mal jemals eins gefangen? Mal deinen Bogen in die Hand? Ja. Wisst ihr jetzt, dass ich euch jage? Ich mach das. Ich hab eins. Ja. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Das war nur so ein Ast. So. Wir können mal gucken, was wir mit anstellen können. Essbar, am besten ist Zutat geeignet. Zutat. Gebratener. Okay. Na komm. Super. Toll, hast du das gemacht. Ja. Ein Speer wieder her. Den Baum kennen wir doch noch. Na los. Ja, dann würde ich sagen, Mission erfüllt, große Äste brauchen wir nicht. Achso, ich wollte hier eventuell mal kartieren. Damit wir die Ecke noch mit abgehakt kriegen. Zack. Da ist noch eine. Da. In meiner Weise, man sieht halt nichts. Oh, hier gibt es richtig viele Steine. Aber die brauchen wir ja nicht, oder? Mal gucken. Ah ja. Ich glaube, viel mehr gibt die Insel hier nicht her. Da. Eisenkohle, Stein, Eisenbaum. Wo natürlich die Tafel ist, pfa, das steht hier nirgendwo. Und der Wassertempel, da waren wir gewesen. Da haben wir sie definitiv eingesammelt. Na gut. Ich würde sagen, dann war es das mit unserer kleinen Entdeckungsreise. Und wir treffen uns dann einfach zu Hause wieder. Morgen dann sozusagen. Dann schmelze ich vielleicht schon mal ein bisschen Material durch. Was? Ach so. Die habe ich ja völlig ignoriert. Ja, ich schmelze ein bisschen Material durch, damit wir wieder was zum Verarbeiten haben. Nichts. Hilfe. Hier ist dunkel. Oh Mann, verlaufen. Noch weiter vor. Eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare. Und mal schauen, ob wir morgen zu Hause noch ein bisschen technologisch was aufrüsten können. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht unsere Heimatinsel auch mal zu Ende erkunden können. Könnte ja sein, dass auch da irgendwo noch im Fass
Frankreich und fast eine Truhe versteckt ist mit Munition. Ja, und dann können wir uns ja schon mal vorbereiten Richtung Bimini-Gürtel. Oder vielleicht nehmen wir uns ja mal dem ersten Boss an. Ja. Sehen wir alles, wenn wir dann zu Hause sind. Wir müssen ja nichts übereilen. Also dann, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. War mal wieder eine lustige Runde. Ist jetzt nicht so viel passiert, aber wir haben die Karte weiterentdeckt, haben noch ein paar Dinge erledigt. Ja. Warum schleichen da jetzt so? Extrem vor allen Dingen. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, Tschüssikowski und bye bye.